Am Mittwoch stellte Innenminister Stahlknecht mit Referent Marco Weigelt die Verkehrsunfallzahlen für das Jahr 2015 vor. Hierzu traf man sich im Innenministerium und Weigelt präsentierte die Statistik und wertete einige Zahlen vor Presse und Gästen gleich aus. So habe man zwar den zweitniedrigsten Verkehrsunfallstand seit 10 Jahren erreichen können, im Vergleich zum sehr guten Vorjahr allerdings ist die Anzahl der Gesamtunfälle von 73.076 auf 74.376 angestiegen. Der Trend ist widersprüchlich. Wir haben also eine positive Entwicklung der innerörtlichen Unfallgeschehens, weniger Unfälle in den Ortschaften, dafür also eine leichte Zunahme der Unfälle außerorts auf den Landstraßen und auf den Autobahnen. Die Zahl der Getöteten bei Verkehrsunfällen beläuft sich auf 145 Menschen, wobei es sich hierbei tragischerweise auch um 6 Kinder unter 15 Jahren handelt. Die Präventionsarbeit, die hierbei geleistet wurde, schätzt Weigelt allerdings weiterhin als positiv und sinnvoll ein. Prävention ist immer schwer messbar, aber wir sind fest davon überzeugt, dass insbesondere gegenüber den Kindern die verkehrspolizeilichen Aktivitäten auch der Regionalbereichsbeamten positive Wirkung entfachen, sei es jetzt, was das Radfahrverhalten der Kinder betrifft, aber sei es auch gegenüber den jungen Fahrern. Da haben wir weniger Disco-Unfälle, gerade an den Wochenenden. Das ist also eine Bilanz, die uns durchaus auch erfreut. Weniger erfreulich ist der Anstieg von Verkehrsunfällen, die durch Wild verursacht wurden. Hierbei ist ein deutlicher Anstieg von 2300 Fällen zu verzeichnen, die es in Zukunft durch neue Strategien zu verhindern gilt. Da man die Menschen jedoch besser im Griff habe als Wildschweine und Rehe, die Straßen kreuzen, verspricht sich Innenminister Holger Stahlknecht von häufigeren Kontrollen, dass die Menschen ihre Aufmerksamkeit konzentrierter auf den Verkehr richten. Wir werden die Kontrolldichte erhöhen. Wir haben ja jetzt Hilfspolizeibeamte eingestellt hier in diesem Lande und die Anzahl wird noch erhöht und die werden jetzt ausschließlich für die Verkehrsüberwachung mitgenommen, sodass wir dort auch die Kontrolldichte erhöhen werden. Und man kann sich jetzt in Sachsen-Anhalt darauf einstellen, dass es demnächst mal wieder häufiger blitzt. Und damit versucht sich Stahlknecht nicht als neuer Wetterfrosch. Die fehlende Rücksicht im Verkehr sei Hauptsache für viele Unfälle mit schweren Personenschaden. So gehen 17,4% dieser Unfälle auf das Konto von Dränglern und 26,3% sind es gar, die durch überhöhte Geschwindigkeit den Straßenverkehr gefährden. Für Stahlknecht ist vor allem die Rücksichtnahme durch Verkehrsteilnehmer elementar für eine Besserung der Statistik. Eine Grenze für Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen sei hierbei jedoch nicht entscheidend. Ich finde, wir brauchen nicht immer Regeln, sondern die Menschen müssen auch mal aus eigener Verantwortung so reagieren, ohne dass es immer Einschränkungen gibt. Wir leben in einem freien Land und Freiheit heißt auch Freiheit, was die Geschwindigkeit angeht, aber mit Freiheit gilt es auch verantwortungsvoll umzugehen. Und auch wenn man die Zahlen eigentlich als positiv bewerten kann, fasst Stahlknecht ein kritisches Resümee. Ja gut, wir haben auf 10 Jahre gesehen die zweitniedrigste Anzahl von Verkehrsunfällen. Allerdings haben wir 145 Todesfälle. Da ist jeder Todesfall einer zu viel, weil dadurch Menschenleben zerstört werden. Auch die Hinterbliebenen muss man denken. Und größtenteils verursacht durch überhöhte Geschwindigkeit. Und da kann man immer wieder nur appellieren, haltet euch an die Verkehrsregeln, fahrt nicht schneller, weil die Folgen sind schlimm. Und wenn man dann sieht, dass bei diesen Verkehrsunfällen immer durch den Fahrzeugführer auch selbst verursacht 6 Kinder ums Leben gekommen sind, 6 Kinder im kleinen Alter eben gestorben sind, dann muss man sich auch der Verantwortung bewusst sein, die man als Fahrzeugführer hat. Mit diesem Appell entlassen auch wir Sie wieder in den Alltagsverkehr und hoffen, dass Sie immer schön die Konzentration und die Augen offen halten. Schließlich will niemand Anfang nächsten Jahres in der Unfallstatistik für Sachsen-Anhalt auftauchen.